Gut, aber ich glaube, wir können beginnen. Ja. Dann starte ich mal mit einer ganz kurzen Einführung. Wir haben heute fast einen Geburtstag zu feiern. In Wirklichkeit ist er erst in 3 Tagen. Wir haben da mal vorgegriffen. Damit sind wir die Ersten. Das ist auch was Schönes. Das machen wir im Format von Zickenhainers Grünen Salon, den wir genau einmal live erleben durften im Alten Rathaus in Lörrach. Und dann hat uns Corona heimgesucht und ins Internet verbannt mit inzwischen um die 20 Sendungen, was aber doch sehr erfolgreich war die ganze Zeit und immer wieder Freude macht mit Themen, die nicht nur politischen Ursprungs sind, sondern auch kulturelle Aspekte reinnehmen. Über Landwirtschaft haben wir schon gesprochen, also ganz breit von der Themenfolge her. Und ich freue mich heute zu diesem Thema 100. Geburtstag Beuys, soziales Kultur 2,0 Fragezeichen. Zwei ganz tolle Gäste zu haben. Zum einen Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, eins der bekanntesten grünen Gesichter sowieso und ganz persönlich eine Wertung noch meinerseits wirklich ein ganz wichtiger Teil der Seele der grünen Bundestagsfraktion. Claudia, schön, dass du hier bist. Vielen Und herzlichen Dank, lieber Gerhard. Ich freue mich sehr über die Einladung. danke, Volker Schäfer. Lange Kulturdezernent in Kassel gewesen, Vorsitzender der Stiftung 7000 Eichen, dazu wird er uns nachher mit Sicherheit was erzählen, und insgesamt ein ausgewiesener Beuys-Spezialist. Er hat gerade rechtzeitig auch noch rausgebracht, und ich durfte es gerade rechtzeitig noch erwerben, ein Buch, das bezeichnenderweise Beuys 100 heißt. Zu Beuys versuche ich, und ich hoffe, der Volker Schäfer wird nicht arg die Stirn runzeln, eine kurze Zusammenfassung einfach mal zu machen. Also einfach zur Einordnung derer, die nicht so viel zu dem Mann mit Hut wissen. Und das ist wiederum das, was natürlich alle wissen. Das ist der Mann mit Hut. So ist dieses bildhafte Wesen ja sehr stark in die Geschichte eingegangen. Und man sieht ihn ja auch schon hinter Volker so ein bisschen auftauchen. Er ist 21, am 12.05.21 in Krefeld geboren. Im Zweiten Weltkrieg abgeschossen worden und in Fett und Filz getaucht, hat er das überlebt. Das war ja dann auch somit das Wesensmerkmal, seine wesentlichen Werkstoffe neben seinen wunderbaren Aquarellen und Zeichnungen. Fett und Filz als diese lebensrettenden Maßnahmen und studierte daraufhin von 47 bis 51 in Düsseldorf Kunst und hatte 53 die erste große Ausstellung. Er unterrichtete ab 61, da bin ich gerade mal auf die Welt gekommen, in Düsseldorf an der Staatlichen Kunstakademie, hatte laufend Ärger mit allen möglichen Professoren um ihn herum und hat 71 zum ersten Mal wirklich politisch aktiv werdend die Organisation für direkte Demokratie gegründet und besetzte das Sekretariat der Akademie der Künste, einfach weil er nicht nur diese üblichen 2, 3 Studenten annehmen wollte, was man ihm so angeboten hat, sondern er hat einfach alle angenommen und hat gesagt, aus denen werden Künstler. Das ist nur eine Frage des Weges. Damit hat er eingeleitet, 72, die fristlose Kündigung seines Lehrstuhls und er hat gleichzeitig aber an der Documenta 5, Folger, das wirst du auch noch mal kommentieren, was ganz Eigenartiges gemacht für die Zeit. Er hat das Organisationsbüro mit permanenten Diskussionsforum gegründet. Und da war er einfach permanent zur Verfügung, hat einfach mit den Leuten gesprochen über alle möglichen Themen. Er ist bei den Grünen aufgetaucht und wurde Kandidat fürs Europaparlament 79. Und 83 will er in den Bundestag und erhält aber beim Landesparteitag nicht den Listenplatz, den er wollte. Es waren wahrscheinlich die jungen Grünen, die gesagt haben, der ist ja schon über 60. Und Nein, nein, es waren die Nein, Linken. Es waren die nein. Linken. Gut, also das werden wir nachher noch im Detail hören. Und hat aber dann eben, weil er so einen schlechten Listenplatz hatte, seine Kandidatur gerade zurückgezogen. Und 84 ist er mir zum ersten Mal begegnet. Nicht persönlich, ich konnte es nur in der Zeitung lesen, aber er war in Lörrach. Und zwar, also in dieser kleinen 35.000 damals Seelenstadt an der Grenze zur Schweiz, da kam er zusammen mit dem Werner Nägeli. Der Sprayer von Zürich hieß er damals. In Südbaden ist er sehr bekannt. Also, wir kannten natürlich auch die Bilder aus Zürich. Der hat Folgendes getan: Der hat einfach mit meistens schwarzen Spraydosen auf diese wunderschönen Züricher neuen Betongebäude gesprüht und wurde so eine Art Staatsfeind damit. Also, man hat ihn tatsächlich mit internationalem Haftbefehl gesucht. Und der Nägeli hat sich zum Beuys geflüchtet und mit ihm zusammen lange Ateliers geteilt und verschiedene Sachen gemacht und war aber eigentlich so eine eher schüchterne Szene oder ist, er lebt ja immer noch in Zürich und
hat sich dann irgendwann freiwillig den Schweizern einfach gestellt, weil er diesen Druck nicht ausgehalten hat. Beuys ist mit ihm runtergegangen an die Grenze und dort waren dann so 200-300 Leute und es gab ein Interview mit Beuys und dann wurde der Nägeli ausgeliefert an die Schweizer Behörden. Das war so der erste Moment, wo ich mich mit diesem Mensch auseinandergesetzt habe, versucht habe zu verstehen, was der so erzählt hat. Verstanden hat es da unten niemand so recht. In diesem alten Baden-Württemberger schwarzen Milieu war das so eine Unfigur sehr stark und irgendwie hat man den nur akzeptiert, weil die Barster den alle so klasse fanden. Also das war sehr schwierig für Beuys da unten irgendwie zu landen. Und ich habe mich aber dann später sehr stark mit ihm auseinandergesetzt, als ich Architektur studiert habe auf der Kunstakademie und mit diesem Begriff der sozialen Skulptur konfrontiert wurde. Also wie kann das persönliche Schaffen tatsächlich ein Teil sein von der Entwicklung einer Gesellschaft? Und damit ende ich jetzt im Moment mal und würde gern Claudia das Wort übergeben, die zwar noch nicht Mitglied bei den Grünen war, als Beuys dabei war, aber natürlich so dieses ganze Umfeld mitgekriegt hat und in der Kulturszene natürlich auch Bescheid wird. Claudia, you've got the floor. Ja, also ich freue mich wirklich ganz, ganz, ganz arg, dass wir diesen Geburtstag zum Anlass nehmen, auch über die Bedeutung von Beuys zu reden. Die Grünen wissen, viele Grüne wissen gar nicht, was, dass er bis zu seinem Lebensende ja bei den Grünen war, geblieben ist und viele sollten sich ihn mal wieder aneignen und da trägt sich ja deine Matinee, dein Salon auch dazu bei. Ich will vielleicht einfach mal antickern, warum er aus meiner Sicht so unglaublich wichtig ist und dann können wir ja im weiteren Gespräch das nochmal vertiefen, aber das sind für mich eigentlich 3 Punkte plus der Punkt der Beuys als Grüner. Also ich glaube, man könnte bei ihm sagen, so ein Motto, Kunst soll nicht rumhängen. Also es ging ihm nicht, dass er in den großen Museen dieser Welt aufgehängt wird und das war es dann, sondern Kunst soll die Welt verändern. Und ich begrüße euch oder grüße euch aus Augsburg, wo ich gerade bin in meinem Wahlkreis und da gibt es auch einen großen Augsburger, den Bert Brecht. Und Bert Brecht hat gesagt oder hat gefordert, ändere die Welt, sie braucht es. Und Volker und ich haben uns auch darüber unterhalten, wo findet denn dieser Geburtstag statt? Und es ist unfassbar, auf der ganzen Welt. Volker weiß es viel mehr, er wird erzählen, wo er überall Ausstellungen eröffnen muss, jetzt virtuell oder darf. Aber auf der ganzen Welt, wirklich auf allen Kontinenten, wird Beuys gefeiert, wird der Geburtstag gedacht. Von Izmir, also Japan, in zig Museen, wirklich auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das macht deutlich, dass er einen Nerv trifft und dass er vielleicht heute oder sicher heute aktueller ist als jemals zuvor. Der erste Punkt, und da werden wir durchaus auch mit Volker sicher intensiver drüber reden, meine erste bewusste Begegnung mit Beuys war 82, Documenta, die berühmten 7000 Eichen. Und wenn wir wissen, dass heute die Klimakrise die große Überlebensfrage geworden ist, wirkliche Überlebensfrage geworden ist, dann war er natürlich mit diesen 7000 Eichen, mit dem Symbol, dass er für den Menschen so unglaublich viel bedeutet, der Baum. Ich glaube, es ging nicht jetzt um die deutsche Eiche oder sonst was. Da sollte man jetzt nichts Falsches reininterpretieren, sondern es war ein Baum, der lang lebt, also der Baum, der eine hohe Lebenszeit hat. Und den setzt er da rein und sagt, ich werf euch 7000 Basaltsteine in die Stadt und ihr müsst diese Stadt verwalten und nicht verwalten. Super toll, das Verhältnis Mensch, Natur, das er nicht gegeneinander setzt, sondern als Gesamtheit sieht. Eine wahnsinnig aktuelle Idee oder aktuelle Botschaft. Zweitens, da ist er mir vielleicht noch näher gewesen, das war 82, manche mögen sich erinnern, manche waren vielleicht sogar dabei, da waren diese riesengroßen Demonstrationen, da war die große Nachrüstungsdemo im Hofgarten in Bonn, über 300.000 Menschen waren da. Da ging es um die Nachrüstung. Es war richtig große Neutronenbombe, der Aufrüstungswahnsinn. Und Reagan war angekündigt. Reagan, der US-Präsident, sollte im Deutschen Bundestag auftreten und reden.
Und dann hat Beuys zusammen mit Kölner Musikern wie Wolf Mahn, auch aus dem Umfeld von Wolfgang Niedecken-Bapp, Wolfgang war nicht selber dabei, aber es war aus dem Umfeld, waren Musiker dabei, haben sie einen Pop-Song gemacht, und zwar Sonne statt Reagan. Ich finde den Hammer gut. Er ist damit aufgetreten in Bananas. Das war so eine, ja, so eine Pop-Rock-Sendung. Und er stand da auf der Bühne, hat diesen Song rausgeschrien und war damit tatsächlich auch einer der künstlerischen Protagonisten für die Friedensbewegung. Die Feuilletonisten heute zerreißen sich Maul über diesen Song. Ich fand den damals unglaublich klasse und war ja damals in der Zeit bei Tonscheine Scherben, und wir waren natürlich auch politisch und für diese Themen massiv unterwegs. Ich erinnere auch an die große Menschenkette zwischen Ulm und Stuttgart, 100 Kilometer. Das war die erste und längste Menschenkette, an die man sich überhaupt erinnern konnte. Also der Punkt Frieden, Abrüstung, und er hat beide Blöcke kritisiert. Also er war da sehr, 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 sehr stark. Und der dritte Punkt, auch das von einer ganz enormen Bedeutung, knüpft ein bisschen an, Gerhard, an das, was du gesagt hast, dass er sehr früh ein Vertreter war der Idee einer Teilhabedemokratie. Also er wollte Demokratie nicht irgendwie delegieren in die Parlamente, wo er eigentlich rein wollte, sondern er war ein Vertreter der direkte Demokratie, die durch Volksabstimmung vertreten hat. Passt auch zu dem Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Also er hat aus der Einzigartigkeit des Einzelnen die Kraft herausgenommen und wollte die zur Wirkmacht werden lassen. Heute gibt es ja Freunde von ihm oder die ihn interpretieren, die sagen, er war ganz sicher auch jemand, der heute für die Idee eines Grundeinkommens eingetreten ist oder wäre. Also den Menschen in die Lage zu versetzen, teilzuhaben und sich einzubringen. Und der letzte Punkt, Gerhard, wenn ich nur kurz darf, ja, bei den Grünen. Ich meine, das war wirklich die Anfangszeit, 79, da hat es die Partei noch gar nicht gegeben. Also die ist ja erst in Karlsruhe 1980 gegründet worden, aber er hat dann schon kandidiert für die Europawahl. Das war die erste Wahl, wo Grüne kandidiert haben. In manchen Landesverbänden gab es schon die Grünen. Dann hat er tatsächlich kandidiert für die Bundestagswahl 83, hatte auch einen Wahlkreis, also er war Wahlkreiskandidat in Düsseldorf. Und hat aber dann nicht den Spitzenplatz bekommen in Nordrhein-Westfalen. Nur haben es die Düsseldorfer immer schwierig gehabt. Das hat Leute in den Bundestag zu schicken. Wir haben eine relativ große Fraktion, lieber Gerhard, aber da ist auch niemand aus Düsseldorf. Die Kölner sind stark vertreten, die Düsseldorfer nicht. Mal schauen, ob sich das ändert. Aber das hatte sicher was damit zu tun, dass Düsseldorf und der Kreisverband auch so einen Hauch hatte. Das sind eher, naja, sind nicht die linken Kämpfer. Und dann gab es tatsächlich diese Debatte, ob nicht ein Maurer wichtiger wäre für die Grünen auf der Liste als, also das war die Sehnsucht nach dem grünen Proletarier oder so ein etwas, ein Künstler, der sicher eine Herausforderung war für die Partei. Und ehrlich gesagt, ich stelle mir das manchmal vor, Gerhard, stell du dir das vor, Josef Beuys im Bundestag in Ausschusssitzungen. Also ich weiß nicht, wer da durchgedreht wäre. Also ich glaube, heute wäre es für uns einfacher, aber damals war das eine Herausforderung. Aber er ist bis zum Schluss bei den Grünen geblieben, also bis zu seinem Lebensende bei den Grünen geblieben. Und auch darüber können wir vielleicht noch reden. Es gibt jetzt Versuche, auch von manchen Feuilletonistinnen, ihn in so eine rechte Ecke zu stellen. Er sei ja rechts und eigentlich könnte er bei der AfD sein. Ich meine, das ist sowas von absurd. Denn wenn einer globale Wirkungskraft hat, und das sieht man ja jetzt, wie mit dem 100. Geburtstag umgegangen ist, wenn man die Themen sieht, Bewahrung unserer Natur, der Schöpfung, würden jetzt Christen sagen, Christinnen sagen, wenn man sieht, diese
Einsatz für eine Welt, die so zerbrechlich ist und die durch Kriege und Konflikte und Aufrüstung noch zerbrechlicher wird, wenn man sieht, dass es darum geht, Teilhabe, Demokratie in der Zeit zu stärken, wo autoritäre Regime stärker werden, dann hat das natürlich mit rechts 0, gar nichts zu tun. Das ist genau das Gegenteil. Also das ärgert mich wirklich, wirklich sehr. Vielleicht der letzte Satz noch. Wir sind ja jetzt in der Gefahr, in dieser Pandemie, dass wir so versinken in so eine und uns einmauern in so eine Pandemie-Nationalismus, dass man nur noch fokussiert, was ist hier, hier, hier. Wir sehen es ja, wie schwer sie sich tun, Impfgerechtigkeit auf der Welt. So. Und Beuys ist offensichtlich jemand, der globale Wirkung erzielt hat und erzeugen kann. Und vielleicht ist das das, was ihn heute so von enormer Bedeutung hat. Das war eine Zusammenfassung. Und Claudia, man sieht natürlich auch bei dir, dass er bis heute ein bisschen Spuren hinterlässt. Ich darf doch den goldenen Hasen hinterlässt. Und ich finde es auch besonders nett, dass selbst eine Schwarzwaldtanne da noch dran Platz hat. Vielen Dank dafür. Ja, vielleicht kann Volker erklären, das mit dem Hasen. Das fragen ja viele Menschen. Habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, warum er im toten Hasen eine Galerieführung macht und die Gäste draußen stehen müssen, vor der Galerie oder was da eigentlich war mit der Krone von Ivan dem Schrecklichen und dem goldenen Hasen. Eine wunderbare Geschichte. Volker, wir sind gespannt, weil das ist eins der Rätsel, das ich für mich selber auch noch nicht klären konnte. Was war das mit dem Hasen? Dann lass uns probieren. Ich muss mal gucken, wie ich meine Bilder aufrufen kann. Also dann fangen wir an. Der Beuys hat ja durchaus eine schwierige Zeit gehabt, nachdem er da aus dem Krieg zurückgekommen ist und hat auch die ein oder andere Krise gehabt. Ich kann nachher, sollten wir über die braune Vergangenheit reden, kann ich da auch noch ein paar Einsprengsel sagen. Er wurde tatsächlich zur Documenta 3 eingeladen und man hat ihm gesagt, ob er nicht ein paar von seinen Zeichnungen zeigen könnte. Der Beuys hat auch ein paar Zeichnungen geliefert, aber hat darüber hinaus schon bei der Documenta 3 hat er mit seinem Lieblingsthema begonnen. Das sind nämlich drei kleine Miniskulpturen, die drei Bienenköniginnen darstellen. Also er war schon bei seinem ersten Documenta-Auftritt war er schon bei diesem Thema, wo er sich mit der Idee der Biene als fleißiges, sehr nützliches, staatenbildendes Wesen, was noch dazu ein Produkt liefert, was uns auch einen ganz lebendigen Hintergrund hat und die Nützlichkeit als Individuum zum gesamten Wesen beizutragen, waren so Hintergründe, warum er sich mit der Bienenkönigin auch in zauberhaften Aquarellen häufig beschäftigt hat. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, dass wir nachher zu den Themen kommen. Ich will nicht so eine Bildbeschreibung für alle Fragen machen. Bei der Documenta 2 ist er... jetzt ist bei mir was aufgegangen. Seht ihr das auch oder seht ihr immer noch die kleinen Bilder? Nein, aber das ist ganz gut. Wir lassen uns jetzt mal nicht beeindrucken. Also, bei der Documenta 2 hat er schon so eine Rauminstallation, wo er mit uns vertrauten Materialien, mit Filz, mit Kupfer, mit auch anderen, wir würden sagen, Objet Trouvé gearbeitet hat, wo er in den Raum hineingegangen ist. Und bei der Documenta 5, ihr habt es vorhin schon angesprochen, hat er tatsächlich 100 Tage lang, jeden Tag 10 Stunden, sich der öffentlichen Diskussion für direkte Demokratie durch Volksabstimmung beteiligt. Die Rose ist sein Symbol geworden. Er hat ja damals gesagt, ohne die Rose tun wir es gar nicht. Ohne die Rose können wir gar nicht denken. Und deshalb ist das auch eine beliebte Postkarte, natürlich von Klaus Steck herausgegeben oder auch als Plakat. Hier, wenn man ganz genau hinguckt, ist in diesem Bereich tatsächlich auch dieser Text, dass es ohne die Rose nicht geht. Er hat teilweise im Zweiergespräch, aber teilweise auch mit größeren Gruppen in dem Büro zentral in Eingangsnähe, hat er tatsächlich diese Diskussion geführt, warum er es wichtig findet, auch direkte Demokratie in unser Staatswesen einzuführen. Es gab immer Auseinandersetzungen, ob das bedeutet hat, nur direkte Demokratie, wie es auch teilweise ja in der Schweiz passiert, oder ob das eine dringend notwendige Ergänzung ist als
plebiszitäre Veranstaltungen. Im Moment werden wir ja eine Entscheidung möglicherweise zu treffen haben, ob die Legislaturperiode im Bund verlängert wird. Ich würde dem jedenfalls nur zustimmen, wenn auf der anderen Seite dadurch auch die plebiszitären Elemente gleichzeitig noch mit verändert werden. Auch bei dieser Dokumente hat Beuys die Aktionsform verändert. Er hat ja nie gesagt, dass er eine Performance macht. Aber der Boxkampf für direkte Demokratie hier vor den Grafiken von Ben Bautier, der hat ja, für viel Aufruhr gesorgt. In der Ausstellung in Düsseldorf im Moment kann man den Film auch noch nachträglich sehen. Anatol, der kein Dokumenta, also war kurz dabei, aber hat zu dieser Zeit kein Dokumenta-Kunstwerk beigebracht, aber seine Tante Olga, sein Boot, mit dem er auf der Fulda runtergeschippert kam, war ziemlich wichtig. Hier nächste Dokumenta, wo Beuys die Honigpumpe installiert hat, machte schon seinen Kosmos in ähnlich großer Weise deutlich. Das Kunstwerk heißt ja nicht Honigpumpe, sondern es heißt Honigpumpe am Arbeitsplatz. Das bedeutet, dass er sich schon lange nicht mehr damit zufrieden gegeben hat, dass Kunst präsentiert wird und dass man da andächtig davor steht, sondern er hat die Kunst, die er gezeigt hat, immer wieder verbunden und hier ganz zielstrebig auch mit der Vokabel am Arbeitsplatz, weil er eben nicht nur das Schöngeistige präsentieren wollte, sondern er wollte, jetzt sind wir wieder bei dem Staatenwesen, denn die Honigpumpe hat ja Honig durch das gesamte Gebäude gepumpt, mit einem Riesenaufwand, einem Riesenmotor, mit einer Fettschmierung. Dafür ist er ja nun auch bekannt gewesen. Das heißt, dass er den Organismus nicht nur in einem Bienenstock verändern wollte, sondern er wollte sichtbar machen, dass wir auch eine gesellschaftliche Transformation brauchen, dass wir mit uns selber, mit unserer Umgebung anders umgehen müssen, dass wir mit unseren Ressourcen anders umgehen müssen und dass wir mehr zum Wohl des Allgemeinwesens tun müssen und vor allen Dingen mehr auch unsere Kreativität zum Vorschein bringen zu lassen. Ich weiß nicht genau, wie in Essen, wo wir die Reste der Honigpumpe sehen können, wird heute die Ausstellung eröffnet von Frau Pfeiffer-Pönsken. Ich habe die Überreste der Honigpumpe mal in Louisiana, in diesem wunderbaren Museum, kurz nördlich von Kopenhagen gesehen. Ich finde es eigentlich deprimierend, da die einfach nur noch die Versatzstücke zu haben, weil der ganze Spirit da natürlich verloren geht. Es ist also so ein bisschen so eine Reliquienschau, die wir im Moment in vielen Museen, ob im Belvedere in Wien oder auch in Essen in der Zeche Zollverein oder in der Bundeskunsthalle haben. Da müssen wir mal sehen, ob durch die Geschichten, die wir über Beuys erfahren, Referate von Johannes Stüttgen und anderen, ob das dann wieder wachgeküsst wird und wir von der Idee was bekommen. Als Rudi Fuchs die Dokumenta 7 geplant hat, hat er natürlich dann auch den Beuys gefragt, na, du machst doch wieder was. Und Beuys hat gesagt, ja, ich mach was. Als er dann allerdings erwähnte, dass er Bäume pflanzen wollte, war ja klar, dass die Idee von Rudi Fuchs wieder die innige Kommunikation zwischen Künstler und Rezipienten, also Kunstwerk und Rezipienten, wieder in den White Cube reinholen wollte, dass das wahrscheinlich nicht klappen würde, wenn man 7000 Bäume pflanzen will. Und hier stehen also der innere Kreis der Planung und überlegt, wie man, ihr seht, dass das ein Kasseler Stadtplan ist, den Sie da in der Hand halten. Links Rudi Fuchs, dann Beuys, Johannes Stüttgen, Fernando Gröner und Beuys Kasseler Helfershelferin, Frau Rea Tönges und rechts der Leiter des Gartenamtes, der da sehr viel damit zu tun hatte und der übrigens nach wenigen Monaten, nach Beginn der Pflanzzeit gesagt hat, wir haben sehr viel von dem Denken von Beuys, von der Philosophie in unsere Arbeit aufgenommen. Also die Stadtverwaltung war jetzt nicht immer nur der Gegner, sondern teilweise auch der Co-Player bei der Aktion. Hier ist der erste Baum schon gepflanzt und das Ungetüm, was sich dahinter aufhäuft, das ist ja nun das Ding, was den Kasslern, den Beuys ziemlich vermiest hat.
weil klar war, dieser Haufen mit den Basaltstelen, der würde nicht in 100 Tagen abgearbeitet sein. Es gab Riesendebatten, dass die gute Stube, welche Stadt hat schon so einen wunderbaren Innenstadtplatz, die gute Stube so verunstaltet wird. Es waren also Anwürfe, die auch der Verwaltung, damalige Oberbürgermeister hieß Hans Eichel, kaum begegnen konnte. Es gab wüste Beschimpfungen für den Professor. Und als irgendwann gegen Ende zum Beispiel die Frage war, na, schafft er das jetzt in 5 Jahren, 7000 Bäume in die Erde zu bringen? Dann ist die Frage gestellt worden, ob man ihn denn unterstützen könnte durch ABM-Stellen zum Beispiel. Da hat der DGB-Vorsitzende hat geschimpft, wenn er nur eine Mark da reingeht in sowas Verrücktes, dann würde es aber tatsächlich zu Ärger führen. Also dieser Aufruhr war tatsächlich ausgesprochen lebendig. Wenn man ganz scharf nach links unten guckt, sieht man, dass da der erste Baum steht an der Spitze dieses Keils und da gleich eine Informationsstelle, wo man sich über Beuys und die Grünen, es gab ja ein Eklat, wo Beuys zur Wahl der Grünen aufgerufen hat und gesagt hat, diese militärischen Parteien wie CDU und SPD, die könne man ja nicht mehr wählen. Das musste er aber nach heftigen Auseinandersetzungen, musste er die Postkarten zurückziehen. Das sieht so aus, als wäre das nur ein Zwischenstadium, aber ich finde es ganz wichtig, nochmal drauf zu schauen, dass Beuys hier eine Raumzeitskulptur geschaffen hat. Denn der Pflanzfortschritt, 7000 Bäume in Kooperation mit der Stadtverwaltung und mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, die Standorte genannt haben, wo gut Bäume hingepasst haben. Dieser Pflanzfortschritt hat sich ja in einer sich verändernden Skulptur dargestellt. Man konnte also ablesen, wie in den 5 Jahren sich die Stadt auch mit den Bäumen bereichert hat, wie das Geschenk, was Beuys selber der Stadt Kassel gemacht hat, wie sich das in der Stadt realisiert. Und jetzt für dich, Claudia, das ist die Zarenkrone, die genau genommen eine Kopie der Zarenkrone Iwans des Schrecklichen. Das war ein super witziger Ärger, den er da produziert hat. Wir wissen ja, dass es einem Düsseldorfer Gastronomen gehörte, der den mal von einem Goldschmied hat machen lassen, also diese Kopie, die wahrscheinlich aber eher, wenn die Kneipe schon zu hatte, eher rumgedreht wurde und dann als Champagnerkelch an die besonderen Gäste dann rumgereicht wurde. Und da der Gastronom ein großes Faible für Beuys hatte, hat er ihm das Ding einfach geschenkt. Und Beuys hat gesagt, wir brauchen in diesen Zeiten, Claudia hat vorhin gesagt, 82, wir haben da über Neutronenbombe geredet, wo das menschliche Wesen versaftet wird, aber die Panzer erhalten bleiben. Wir haben die Riesendemo, vielleicht werden manche von euch dabei gewesen sein, am Hofgarten in Bonn mit über 300.000 Demonstranten gegen NATO-Doppelbeschluss und Ähnliches. Also in dieser Zeit sagte Beuys, wir brauchen keine Ikone wie ein Herrscher, Iwan der Schreckliche. Wir brauchen Friedenssymbole. Und dann hat er durch Materialveränderung, durch Wärme, also Beuys hat es ja mit dem Wärmebegriff immer wieder gehabt, hat er gesagt, wir brauchen ein friedliches Symbol und hat dann diesen Hasen, der so, sehr so ähnlich aussieht wie der bei Claudia, diesen Hasen unter teilweise Jubeln bei strömendem Regen, teilweise Buhrufen hervorgerufen durch anwesende Goldschmiede und andere Leute, die sagen, das sei Vernichtung von ganz wunderbarem Schmuck. Das hat er hingekriegt und der Hase ist ja dann auch für die Documenta zum Dokumente-Ausstellungsgegenstand geworden. Die Aktion hatte natürlich mit der Veränderung, mit dem Einschmelzen, hatte sie eine ganz wichtige Bedeutung. Aber der Beuys hat auch sich ganz früh bereit erklärt, dieses ganze Kunstwerk alles selber zu finanzieren, das heißt, sich um die Finanzierung zu kümmern. Und er wusste da schon, dass er für diesen Hasen von einem Sponsoren 770.000 D-Mark bekommen würde. Und man kann das Schmuckstück ja jetzt in Stuttgart auch bewundern.
Das ist für mich übrigens ein Punkt, wo ich einen weiten Sprung machen will. Wir haben im Moment begeisterte Boys-Anhänger in Chicago, in einem Stadtteil, der strotzt vor Ödnis mit einer hohen Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, Kriminalität, hohe Zuwanderungsprobleme. Ein Stadtteil, der kaum über Bäume verfügt. Und die waren vor 3-4 Jahren in Kassel und haben gesagt, wenn wir nicht eine soziale Plastik schaffen, geht unser Stadtteil verloren, vor die Hunde. 100.000 Leute in Chicago. Und haben gesagt, wir müssen eine soziale Plastik schaffen. Und die haben jetzt angefangen, wollen 7.000 Peace Trees wollen sie pflanzen und haben Ausbildungsstätten, machen Projekte mit entlassenen Strafgefangenen und haben, deshalb füge ich es jetzt hier ein, haben einen mexikanischen Künstler, Pablo Reyes, den haben sie gewonnen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Der hat eingesammelt, jetzt keine Zarenkronen, aber er hat eingesammelt abgegebene Pistolen und Gewehre. Super. Und Pablo Reyes hat diese Waffen hat er eingeschmolzen und aus den geschmolzenen Waffen haben sie die Pflanzschaufeln für ihre Arbeit zum Pflanzen der 7.000 Bäume, die sie jetzt in Chicago pflanzen wollen. Also so eine Art von Anmutung, jetzt noch über den Atlantik hinausgetragen. Das ist eine wunderbare Geschichte. Wir hatten kürzlich eine Tagung bei der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Da hat jemand aus Chicago, den wir dazu gesucht haben, der hat das vorgetragen. Alle Leute waren bass erstaunt und gerade strotzten vor Begeisterung, wie da eine Flamme weitergegeben wird. So, jetzt kommen 7.000 Eichen. Also, als Beuys gesagt hat, wir müssen die Stadt verändern, wir wollen ja über den Kunstbegriff, der jetzt nicht nur die Anbetung von Kunstwerken an irgendeiner Wand feiert, sondern Beuys hat ja sehr viel mit der Veränderung der Stadt, mit unserer Umgebung, Nutzung der Kreativität, hat er sich viele Gedanken gemacht. Und dann haben Leute in dieser Gegend durchaus gesagt, hier kann man was ändern. Dass so eine Asphaltfläche natürlich auch ein ökologisches Problem ist, dass das eine Wärmeinsel ist und nicht gerade besonders nett für die Anwohner, hat er eine gewisse Veränderung versucht hervorzurufen. Beuys nicht allein, er hat 3 Pflanzteams gehabt, die über die Free International University Ableger Kassel dann auch zusammengerufen wurden. Und jetzt braucht man sich nicht vorzustellen, dass alle Leute die Veränderung, die stattgefunden hat, gut gefunden haben. Das ist ein Bild kurz vor der Pflanzung. Und jetzt zeige ich euch ein Bild von 2015. Da habe ich so eine kleine Ausstellung kuratiert und habe eine Reihe von solchen Bildpaaren vorher, nachher gezeigt. Und eine ganze Reihe von Bewohnern dieses Parkplatzes haben sich beschwert, ja, und die Bäume, da fallen doch auch die Blätter runter und dann sitzen dann die Vögel und das ist doch alles gar nicht. Also da wird jeder zum integralen Bestandteil dieser sozialen Skulptur, sowohl bei der Förderung als aber auch bei der Gegnerschaft. Das ist mitten in der Stadt Kassel. Also man muss jetzt nicht denken, irgendwie so eine dörfliche Idylle, ein paar der wenigen Fachwerkhäuser, die es noch gibt. Und auch hier sieht man schon, wenn man genau hinguckt, sieht man, die ersten Bäume sind im Moment gerade gepflanzt, haben noch nicht das erste Grün. Und so ist der Stand dann 2015 geworden. Wir haben eine Fotografin gewinnen können, die alle Fotos genau von derselben Position wie die Ursprungsbilder von einem Chronisten, der Beuys Pflanzaktion gefördert hat, nachvollzogen hat. Und es ist wirklich ziemlich überraschend. Also das war eine große Straße in Kassel. Und eben gerade habe ich die anderen Bilder ein bisschen zu schnell vorbeigebracht. So sieht es heute aus. Also man fragt sich, wieso wir eigentlich unsere Städte uns so lange haben gefallen lassen, wie sie aussehen. Das ist eine ziemliche Tragik. Und Beuys hat mit seinem, man kann sagen, erweiterten Kunstbegriff gesagt, es nützt nichts, nur vor den Kunstwerken niederzuknien. Es ist nicht nur die Freude am Gestalten, sondern wir müssen sehen, dass wir unsere Gesellschaft und dass wir auch unser Verhältnis zur Natur ändern. Und da, Claudia, weil du das vorhin gefragt hast, für Beuys war es immer ein
der Fehler, den wir von Anfang an schon machen, wenn wir zum Beispiel von Versöhnung von Mensch und Natur sprechen. Er hat ja ganz viel, ob mit dem Kojoten oder mit den Hasen, mit anderen Tieren, er hat ja Iphigenie, hat er mit einem Schimmel eine Aktion auf der Bühne gemacht. Für ihn war es wichtig, darüber nachzudenken, wie wir das hinbekommen, dass der Mensch nicht das Gegenüber der Natur ist, sondern dass er Teil der Natur ist. Mhm. Also die Dichotomie Mensch und Natur bereits der erste Fehler ist. Den müssen wir knacken und müssen uns als Teil verstehen. Dann würden wir eine ganze Reihe von Herangehensweisen würden wir dann ändern. Und das zeigt sich auch in vielen seiner Zitate, Herangehensweisen, dass er viel, viel weiter gehen wollte. Und wenn er sagt, ich ernähre mich durch Kraftvergeudung, dann heißt es eben auch, dass er gebrannt hat für diese Idee und deshalb relativ früh gestorben ist. Also ich liege schon mächtig über dem Lebensalter, was Beuys erreicht hat. Und schade, dass wir ihn nicht länger genießen konnten. Er hat ja wenige Tage, nachdem er die Lehmbruch-Medaille bekommen hat, ist er dann leider gestorben. Ich glaube auch, weil er sich selber ziemlich vergeudet hat, für seinen Kampf, Mensch und Natur zusammenzubringen. Jetzt mache ich einen Punkt. Den Eindruck habe ich auch. Also das war wirklich erstmal großen Dank für deine ziemlich tiefschürfige Form der Annäherung. Das war, glaube ich, für viele, die die Zeit noch nicht so mitgekriegt haben, sehr, sehr wertvoll. Aber ich bin jetzt ganz automatisch so eingestimmt in deinen letzten Satz. Ich glaube wirklich, der hat sich totgearbeitet irgendwo. Das war so ein permanent in Action lebender Mensch, der einfach immer auch Menschen um sich rum hatte und viel mehr sogar durch seine Worte gemacht hat als durch seine Werke. Das ist jetzt eine vorsichtige Unterstellung, aber ich glaube, dass die Worte wichtig waren. Und dieser Wortwitz, der ja sehr, sehr tiefgründig immer war, der war für mich immer sehr, sehr schön. Also gerade die Stadtverwaltung zu ersetzen durch die Stadtverwaltung, das finde ich unglaublich toll. Oder Claudia, du hast es vorher gebracht, Sonne statt Reagan. Ich weiß noch genau, ich war damals Schallplattenverkäufer, Profi-Schallplattenverkäufer für eine Jahre lang. Und an dem Tag, als das gelaufen ist, das war der Hit in Freiburg damals. Ich war dort gerade in Freiburg, also von dieser Kleinstadt, so ein bisschen wegbewegt zum ersten Mal. Und da ist es wirklich so durch die Leute gegangen. Das hat die Leute mitgenommen. So. Und auch dort wieder so dieser schöne Wortwitz, der so ganz subtil irgendwie immer dahinter lag. Das war so eine ganz eigene Qualität. Ich möchte euch eins in die Runde werfen, wenn ich noch mal darf. Und zwar ist mir was ganz Lustiges passiert. Gestern Abend habe ich mir ein Video reingezogen zu diesem Besuch, von dem ich vorher schon gesprochen habe, von Beuys bei Basel, also bei Rien. Da hat er nämlich ein Statement gehalten. Und ich habe wahrscheinlich schon ein paar Kilo Bücher über Beuys inzwischen gelesen, aber so kurz und prägnant, wie er es in dem Statement gebracht hat, habe ich es eigentlich noch nie mitgekriegt. Und das kriege ich gestern Abend geliefert per Video von einem Freund. Und das hat er eben an der Grenze, neben Klaus Steg stehend übrigens. Der war da unten dabei, weil vorher irgendjemand im Chat geschrieben hat, man sollte die Beuys-Plakate zur Wahl wieder aufhängen. Und das ist meines Erachtens richtig. Die sind nämlich wirklich toll gewesen. Also der Klaus Steg, der ja auch sehr stark in diesen Plakataktionen zu Hause war, der stand dort dabei und hat aber eigentlich immer nur Ja oder Jawohl gesagt, wenn Beuys was gesagt hat. Und Beuys hat Folgendes gesagt. Ich habe es wirklich aufgeschrieben dann und ich würde das gern kurz vorlesen und euch dann dazu hören. Der sagte dann, es kann nicht nur die moderne Kunst das Mittel sein, das die Gesellschaft verändert. Es kann nur ein erweiterter Kunstbegriff sein, der jeden Menschen als einen potenziellen Künstler anspricht. Das heißt, auf den kreativen Punkt kommt es an, die Kreativität als den Ausgangspunkt für die Veränderung. In dem Moment, wo das bewusst ist, ist doch klar, dass Geld gar kein Kapital sein kann. Das Kapital der Gesellschaft ist die menschliche Fähigkeit. Das, was Menschen wollen, können, was sie fühlen. Dieser ganze Reichtum menschlicher Schöpferkraft ist das eigentliche Kapital. Die Idee von Kapital war ja schon bei Marx nicht mehr richtig. Wir müssen die Gesellschaft so ändern, dass sie jenseits von kommunistischer und kapitalistischer Ideologie etwas Neues erreicht. Und zuletzt noch dieses Neue, die Transformation, der erweiterte Kunstbegriff, den anthropologischen Kunstbegriff, die soziale Kunst, dass jeder tun kann, bei der jeder auch partizipieren kann, also nicht begrenzt auf Maler, Bildhauer, Musiker oder Tänzer, sondern in jedem Beruf, an jedem Arbeitsplatz,
kann jedes soziale Kunst angegangen werden. Das ist der Punkt, wo er aufgemacht hat. Das finde ich unheimlich spannend. Das hat er da in diesen zwei Sätzen zusammengefasst, diesen unheimlich komplexen Zusammenhang und dieses Ableben eigentlich mit der ganzen Kunst, die vorher so war, die aufs Materielle, aufs Formale sehr stark oft begrenzt war und hat diese Kunst praktisch in den Raum gestellt. Ging ja gelegentlich auch schief, also jeder Mensch ist ein Künstler, hat man uns dann oft erzählt und dann musste man sich oft fragen, ist denn deshalb auch alles Kunst? Und das muss man wahrscheinlich auch verneinen. Aber ich denke schon, diese Emanzipation der Menschen, Kunst machen zu können und das Handeln, ihr Handeln als Kunst zu sehen, das hat für mich schon mich auch sehr stark geprägt. Ich war damals gerade so junger Architekt, als ich mich dann später mit dem Begriff der sozialen Skulptur auseinandersetzt habe. Und für mich war dann schon die Frage, was tue ich da eigentlich? Also wenn ich jetzt einen öffentlichen Raum gestalte, dort einer Stadtgesellschaft ein Zusammenleben oder ein Zusammensich auseinandersetzen über irgendwas ermögliche, dann geht es eigentlich in diese Richtung. Wenn ich das gut mache oder andersrum, wenn ich es schlecht mache, dann versage ich ja an dieser Gesellschaft. Und ich glaube, diese Verantwortung, die auch da drin steckt, die spielt gerade heute wieder eine Rolle. Das habe ich jetzt einfach mal so auf den Tisch geworfen. Vielleicht gibt es ja Fragen oder vielleicht auch Ergänzungen von den vielen Menschen, die dabei sind, die wir im Moment gar nicht sehen. Dann wäre es auch schön, die jetzt zu hören. Was meinst du, Gerhard? Ich schaue mal, was im Chat ist. Aber ich würde gerne auf den Punkt noch mal kurz eingehen. Bitte. Weil in einem ganz anderen Zusammenhang gestern durfte ich eine Rede halten, allerdings auch virtuell, alles so schwierig, wo es um Diversität geht, um Diversity, um was macht eigentlich die Gesellschaft der vielen aus? Und die inklusive Gesellschaft. Und eigentlich ist das ja ein komischer, schwieriger Begriff, aber eigentlich ist das ja auch die Idee, finde ich, von Beuys, dass man aus der Einzigartigkeit des Einzelnen, und jeder ist anders, und jede ist anders, daraus aber eine Kraft und das Gemeinsame zusammen, wir alle zusammen nach vorne bringt und dass sozusagen die Einzigartigkeit des Einzelnen die Rahmenbedingungen bestimmt und nicht von außen die Rahmenbestimmungen gesetzt werden und da musst du dich dann einbringen, also einzwängen, ob es geht oder nicht. Ich übertreibe, das ist vielleicht weit hergeholt, aber ich glaube, das ist es, so habe ich das immer verstanden, so habe ich den Beuys auch verstanden. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Und vielleicht sollten wir uns auch damit nochmal auseinandersetzen, weil ich war ja befreundet mit Christoph Schlingensief und der hat ja auch solche Ideen gehabt, über den sie sich auch alle, der ja auch der Provokateur war und der auch die Geschichten ihn lebendig gemacht haben. Ich finde das sehr schön, Volker, was du gesagt hast. Die Geschichten machen ihn lebendig. Und ich glaube, die Geschichten, allein nicht, was du jetzt erzählt hast, die Geschichte vom Hasen, die Geschichte von Schwerte zu Pflugscharen jetzt in Chicago, das ist ein Hammer, das ist eine wunderbare Geschichte. In einem Land, das bis nach oben vollgerüstet ist, Waffenwahn, und da machen die jetzt so eine Kassel, die Idee aus Kassel übertragen die nach Chicago in den Stadtteil und ein Stadtteil fängt an zu leben oder es gibt eine Anerkennung von Menschen, die nie eine Anerkennung hatten über die Gestaltung eines Stadtteils. Also ich finde das total spannend und wir sollten jetzt nicht, finde ich, den Geburtstag einfach so vorbeigehen lassen und das war es dann und dann in 10 Jahren wieder oder so, sondern daraus auch einen Auftrag holen. Übrigens auch für uns Grüne einen Auftrag holen. Und zwar die Städteplanerinnen. Du hast vorher gesagt, Gerhard, die unsere super, super aktiven KommunalpolitikerInnen. In einer Zeit, wo ich weiß, jetzt in Bayern zum Beispiel Würzburg eine der überhitztesten Städte ist oder in meinem Wahlkreis in Augsburg überlegt wird, Greening the City, wie machen wir das eigentlich? Wie machen wir das? Wie erhalten wir den Ort, wo wir leben, lebenswert? Oder wie machen wir ihn wieder lebenswert? Und ich finde, wir tun gut daran, dann die ganze Kreativität und die ganze Kunst mit einzubeziehen. Ich habe aber, wenn ich darf, noch eine Frage, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber eine Frage an Volker, der ihn ja wahnsinnig studiert hat und kennt. Beuys hat ja auch viele andere Persönlichkeiten getroffen. Und ich finde sehr spannend, dass er 1972 ein Treffen hatte mit dem Dalai Lama.
ich glaube, das ist gar nicht so bekannt geworden, es ist gar nicht so vermittelt worden, aber Sie wollten über die großen Menschheitsfragen sprechen. Jetzt ist ja Dalai Lama auch jemand, der sich sehr intensiv mit mehr heute mehr denn je mit Klima und Folgen, Zerstörung, Verletzlichkeit auseinandersetzt. Was meinst du, was waren da die Kernpunkte? War das sozusagen auch der gewaltfreie Widerstand? War das ein Thema oder interpretiere ich zu viel rein? Und die zweite Begegnung auch mit einem meiner Lieblingskünstler, wenn ich das sagen darf, Andy Warhol. Bin mir nicht sicher, ob die beiden sich so auf den ersten Blick und auf den zweiten und auf den dritten Blick wirklich gerne mochten. Nicht. Wahrscheinlich nicht so. Aber Warhol hat ja Beuys auch. Gab es ja Siebdrucke von Beuys. Aber also was ist da passiert an Begegnungen? Das würde ich gerne noch wissen. Soll ich mal was sagen? Ah, bitte, also da warten wir jetzt noch. Ja, also ich glaube, sowas wie gewaltfreier Widerstand, das ist eine Kategorie, die bei Beuys gar nicht vorkam. Also der Widerstand hat sich ja bei ihm vor allen Dingen in der Vorstellung der Weiterentwicklung gezeigt. Und er war immer zwischen dem Aufruhr. Und auch teilweise hat er durchaus resignative Töne gehabt. Man kann jetzt nicht so tun, als wäre es alles egal gewesen, was draußen in der Welt passiert. Und er hat versucht, aber seinen Glauben an die Menschen immer wieder nach vorne zu bringen. Also das bedeutet, er hat ja auf die Schöpferkraft, was heißt das denn, jeder Mensch ein Künstler, hat er ja gesetzt. Ich habe mir mal so rausgeschrieben, die Welt ist voller Zettel. Aber für dieses Rätsel ist der Mensch die Lösung. Hat irgendjemand das Mikro an? Irgendjemand hat das Mikro noch an? Er war ein unglaublicher Menschenfreund. Und ich habe vorhin gerade gesehen, Jan hat zum Beispiel nachgefragt, wie ist es eigentlich, wie kann man diese großen Pläne, die Beuys gehabt hat, wie kann man die zusammenbringen mit der Hermetik seiner Performances. Ich glaube, dass Beuys in unglaublicher Art und Weise aufgeschlossen war. Und er hat mit einer Geduld, hat er sich mit Menschen, die völlig anderer Ansicht waren, hat er sich denen zugewandt und hat mit denen geredet. Also wenn überhaupt Bewegung drin war, konnte man eigentlich auf ihn zählen. Da hat er sich Zeit genommen. Ich habe ein Dokument, da hat er 2 Stunden lang mit Menschen aus dem ersten Pflanzort der 7000 Eichen, hat er 2 Stunden lang erzählt, was er eigentlich mit dem Projekt will und wo er die ersten 7 Bäume neben der ersten vor dem Fridericianum pflanzen will. Und da hat er sich 2 Stunden mit den Menschen beschäftigt. Man hat gemerkt, mit welchem Humor er rangeht, auch wenn sehr, sehr heftige Fragen gekommen sind. Also wie er in der Lage ist, durch seine Art in der direkten Kommunikation erstens deutlich zu machen, was sein Thema ist und dann aber auch die Ideen oder die Vorbehalte, die Menschen gehabt haben, die auch direkt anzugehen und darüber zu reden. Er hatte überhaupt gar nichts Hochnäsiges und er hat an so einer Stelle keine Grenzen aufgebaut, sondern ist teilweise auch als Person. Ich kenne Bilder, da war er bei Familien zu Hause, saß dann mit denen in Kassel am Küchentisch. Während dieser Aktion. Also er hat sich da nicht abgeschottet. Das war eine ziemlich verrückte Geschichte eigentlich, wo er dann neben seinem Energieverbrauch, wo er dafür noch die Zeit und die Energie hernahm. Also ich glaube, ein Stück ist das auch eine Art der Kolportage. Wir erleben ja, dass jetzt Beuys gescholten wird, dass es eine Biografie geschönt habe und dann immer von den Tataren und von wie er gesund gepflegt wurde und so weiter. Ich glaube, ganz viele Sachen, die beruhen vielleicht auf einem Missverständnis oder auf einem nicht genauen Zuhören, aber da hat sich auch ein Stück weit der Kunstmarkt, der hat sich da so verselbstständigt. Und die Exegeten, die meinen, sie hätten Beuys verstanden und das alles aufgeschrieben haben, da gab es manchmal ganz unselige Aktivitäten, die sowas eher, ich würde sagen, Entrücktes, etwas so, als würde man zu einem ausgesuchten Kreis gehören von Adepten, die jetzt über Beuys überhaupt sprechen dürfen.
Und ich glaube, dass der Abstand, die Distanz zu den Menschen eigentlich durch die Literatur stärker zustande gekommen ist. Auch ein Hermann Schreiber, der da im SWR ja ein sehr denkenswertes Interview hatte. Das hat ja zwei Drittel der Zeit gebraucht, bis er überhaupt angefangen hat, mal ihm zuzuhören. Vorher musste er sich ja mit Nebensächlichkeiten, warum trägt er einen Hut oder irgend sowas, abgeben. Also das müssen wir unterscheiden, was der Beuys selber angestellt hat und welche Hoffnung er in den Menschen gesetzt hat, wenn er von der einzigen revolutionären Kraft spricht, die die Menschen darstellen. Oder auch, wenn er sagt, wir müssen es machen, wir müssen die Zukunft erfinden, denn sonst kriegen wir eine, die wir nicht wollen. Also das hat er dann mit dem Plural. Also wir haben da eine Aufgabe und er hat da keinen Dünkel entwickelt. Er hat nicht gesagt, er der große Künstler muss, sondern nein, wir, die Menschheit, muss klüger werden und muss ihre Kreativität nutzen. Und Dalai Lama, gibt es da irgendwelche Berichte drüber? Ich glaube, dass die von ihrer philosophischen Herangehensweise nicht so weit auseinander waren. Und Beuys hat ja durchaus auch eine ganze Reihe von religiösen Bezügen selbst hergestellt. Also er war der Idee, Kraft für das Leben zu schöpfen, war er nicht ganz abgeneigt. Das kann ja jeder machen, wie er oder sie möchte. Aber ich kenne keine Begegnung, die beiden überhaupt miteinander gehabt haben. Vielleicht lässt sich das nochmal von anderen Leuten, die Dichter als Begleitung dabei waren. Doch, die haben sich getroffen, 82, ja, haben ja, eine Stunde miteinander geredet. Aber es ist nicht, ich kann ja mal versuchen, ich habe ja gute Kontakte zum Dalai Lama, das gebe ich mal ein bisschen an, aber es stimmt wirklich, ich kenne ihn ja sehr gut. Na komm, dann kann der uns noch mal was erzählen, den laden wir zum 101. Geburtstag ein. Das fände ich sehr interessant. Ich habe das auch gelesen, dass die beiden sich getroffen haben und ich dachte eigentlich auch, die müssten sich nahe gewesen sein. Also die haben sicher so ein gewisses Grundverständnis, das sie sehr schnell teilen konnten. Und insofern, Claudia, das wäre interessant, wenn du darüber nachfragen kannst. Es ist die Stunde rum, ich glaube es gar nicht. Ich würde jetzt gerne noch 2 Stunden mit euch weiterreden, aber die Zeit ist abgelaufen. Aber mir bleibt noch eins. Mir bleibt erstmal hinzuweisen auf eine Veranstaltung, die ich gesehen habe, die ihr aber auch begleitet. Ihr seid dabei bei der 100 Jahre Beuys-Veranstaltung der Grünen in NRW. Die wird virtuell stattfinden am 12. Mai. Die landen den Volltreffer zum Geburtstag. Und ich werde den Weblink bei mir auf der Website hochladen, sodass der dort einfach auch nochmal sichtbar wird. Aber vielleicht wollt ihr zu der Veranstaltung nochmal kurz was sagen im Anschluss. Ich möchte mich jetzt einfach noch kurz bedanken. Ich fand es aufschlussreich. Ich habe wieder ein paar Sachen dazugelernt. Das hat mir Freude gemacht. Und Claudia, wir müssen uns, das war übrigens die einzige Frage, außer der, die jetzt gerade erledigt wurde zu partizipativen Ansätzen des Charakters der Ausstellung, war das mit den Plakaten. Die müssen wir uns nochmal anschauen, ob wir die brauchen können. Oder ich kenne 1, 2 und die waren wirklich große Klasse. Aber euch, tausend Dank fürs Dabeisein. Das war ganz toll. Ich bin sicher, das Publikum hat es auch genossen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und übergebe aber euch nochmal das Wort. Vielleicht wollt ihr noch was sagen zu der Veranstaltung am 12. Vielleicht fange ich an und Volker hat dann das große Schlusswort. Aber ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, lieber Gerhard, dass du dir dass du den Raum gegeben hast für die Matinee. Und ich habe es mir aufgeschrieben. Ich werde heute noch mit einer nicht ganz unbedeutenden Parteivorsitzenden sowieso sprechen. Obwohl die hat, glaube ich, gerade andere Themen. Aber ich glaube, vielleicht sollten wir die Initiative übernehmen. Gerhard, du aus Baden-Württemberg, Volker, Hessen, Claudia, Bayern, da finden wir schon noch aus NRW, dass wir sagen, es wäre eigentlich gut, dass wir eine Edition machen, dass wir versuchen, eine Edition machen von KünstlerInnen, die sich mit Grün auseinandersetzen oder auseinandergesetzt haben. Wir hatten das in der Vergangenheit mal, eine ziemlich spektakuläre Edition von den Titanic-Künstlern, also die von der Titanic, eine wahnsinnig tolle Edition, wo sich unsere Landwirte dann drüber aufgeregt
geregt haben. Aber es gibt ja wirklich die Hasenplakate. Wir haben auch in der Fraktion, das müssen wir nochmal gucken, wo die eigentlich hängen. Die hingen früher im Fraktionssaal von Beuys. Und dann würde ich natürlich meinen Andy Warhol auch mit reinschmuggeln, weil er auch für die Grünen was gemacht hat, was ziemlich klasse ist, wo er vor allem sich selber dargestellt hat und uns dann noch dazugenommen hat. Also das fände ich eigentlich eine gute Überlegung, dass wir ja, Kunst und Kultur, wenn wir schon immer in Covid-Zeiten gesagt haben, sie sind ein Grundnahrungsmittel für unsere Demokratie, für unser Leben, dann ist Beuys für mich jemand, der ja genau der Beweis dafür da ist, was Grundnahrungsmittel bedeutet. Und er so inspirativ ist und so viel gibt und so aktuell ist. Und deswegen lass uns das mal überlegen, voranbringen. Ich lanciere die Idee mal und Volker hilft uns da ganz, ganz, ganz bestimmt. Aber schön, Gerhard, nochmal vielen herzlichen Dank. Auch, dass ich meinen Hasen jetzt endlich mal würdig präsentieren durfte. Anders als der Beuysche Hase hat meiner natürlich ein Strasskettchen um. Danke und euch auch nochmal einen schönen Sonntag. So, Volker. Danke. Volker, bitte. Ich möchte auch Danke sagen. Ich bedauere, dass wir zu wenig Zeit hatten oder wir haben uns zu viel Zeit geklaut und haben zu wenig Fragen gehört. Sollten wir irgendwas in einer ähnlichen Art und Weise wiederholen, würde ich dafür gerne mehr Raum lassen und dann kann man ja überlegen, was auch eingeladene Referentinnen dann noch zu tun hätten und ob sie vielleicht reagieren. Also da hatte ich eben nicht so ein gutes Gefühl, weil ich im Chat gesehen habe, da waren doch einige Anregungen, die jetzt nicht mehr so ausführlich behandelt werden können. Schade. Ich finde die Editionsidee wunderbar. Ich fand, als ich im K20 in Düsseldorf war, da durfte man ja immerhin rein, dass es ein bisschen so eine Anmutung hatte, als würden auch die Auswirkungen von Beuys dargestellt. Ja, du hast vorhin das Buch hochgehalten. Wir haben da einen Autor mit reingenommen, der in Kassel als Kunsthistoriker so einer der Dokumenta Chronisten ist. Und der hat von einer ganzen Reihe von Bezügen auf Beuys bei künstlerischen Arbeiten gesprochen und hat das auch ins Bild gesetzt. Das fand ich eine ganz schöne Anregung. Und letztlich will ich sagen, ich gehe noch mit einem Gedanken schwanger, ob wir zum Jahresende sowas wie so ein Meta-Symposium machen, mal zu überlegen, was hat dieses Beuys ja eigentlich gebracht und was heißt es, für morgen und übermorgen zu denken. Wir Kassler haben es da ganz leicht. Im nächsten Jahr haben wir 40 Jahre 7000 Eichenpflanzung und außerdem gibt es im nächsten Jahr 20 Jahre Stiftung 7000 Eichen. Also wir machen mit dem Jubiläum einfach weiter und vertagen uns jetzt nicht auf die nächsten 100 Jahre. Ich würde aber total gerne darüber nachdenken, wie wir das machen können, zu sehen, wenn wir jetzt in so vielen Ecken, also ja, die ja vor Kreativität nur so strotzen, was gibt es da für ein Substrakt und was bedeutet das für unsere Gesellschaft, was bedeutet es für die Kunst, was bedeutet es für die Kreativität und was bedeutet es auch für die Politik? Da würde ich gerne im November, hoffentlich dürfen wir uns da wieder treffen und wenn nicht eben dann auch digital. Das beunruhigt mich auf der einen Seite, aber ich würde da gerne noch ein bisschen Energie reinstecken. Schön. Finde ich ganz toll. Toller Ansatz. Ich habe übrigens noch mal geschaut. Ich fand gar keine unbeantworteten Fragen mehr. Die wichtigen haben wir. Aber ich glaube, wir hätten noch viele Fragen auch gebrauchen können und du hättest sicher auch noch interessante Antworten liefern. Ich fände es toll, wenn dieser Dialog in irgendwelchen Formen weitergeht. Ich glaube, wir haben ein wichtiges Thema da. Und gerade in dieser Zeit, wo es um die größte Transformation unseres Zusammenlebens geht mit dieser postfossilen Gesellschaft, die wir erstmal schaffen müssen. Ich glaube, gerade da ist dieses Kreative, was Beuys bei allen von uns irgendwie loskitzeln will, indem er sagt, das ist ein Stück Kunst, was du da leisten kannst. Das wird ein großes Thema werden und bleiben. Und ich freue mich drauf. Nochmal vielen Dank an euch. Habt einen schönen Sonntag noch. Danke an alle Gäste. Danke an die Presse, die dabei war. Und bis demnächst im Grünen Salon. Tschüss zusammen. Ja, vielen Dank. Gut. Vielen Dank. Bis tschüss, Claudia. Volker. Bis bald. Tschüss, Gerhard.